abstreift, dann kommt man irgendwann zum Kern. Und ich werde dann mit meinem Thema anfangen und werde da ungefähr, ich sag mal, 20, 25, 30 Minuten, wenn ich manchmal in Monolog reinkomme, dann rede ich auch ein bisschen mehr, dann müssen wir mich stoppen. Und dann übergebe ich an Thomas, dann wird Thomas sein Thema bringen und lieben gerne Fragen stellen, so wie Heiner es gesagt hat, denn wir sehen uns hier als Dialog und nicht als Monolog. Dann fange ich mal an, meine Folien zu starten. Ich hoffe, dass Sie das jetzt alles sehen und ich gehe auch mal in Präsentationsmodus. Gut, also den ersten überspringen wir, da bin ich nämlich. So, wir gehen mal in diese zweite Folie rein und das ist so dieser Ansatz der Persönlichkeitszwiebel. Ist alles drin oder kann man alles sehen? Ja, aber du bist noch nicht im Präsentationsmodus. Okay, dann lassen wir den raus, das ist ja egal. Hauptsache die Folien sind zu sehen. Also, wenn wir über die Persönlichkeitszwiebel reden, über die verschiedenen Schichten einer Persönlichkeit, dann können wir über vier große Themen sprechen. Das eine ist, was wir sehen von einem Menschen, ist die Wirkung nach außen hin. Dann darunter ist sein Verhalten. Wie kommt es eigentlich dazu, dass er so ist? Wir reden über Werte. Jeder Mensch hat Werte. Und schließlich das Innerste, und da sind wir wirklich in dem Kern, in dem Gehäuse, in dem innersten Kern der Zwiebel. Welche Motive stecken dahinter, dass Menschen so sind, wie sie sind? Und Thomas und ich stehen heute für zwei Themen da. Und das ist dieses Thema Verhalten. Was kann man sehen im Äußeren durch Sprache, durch Gestik, bei Menschen? Und das ist mein Thema. Dafür gibt es verschiedene Tools. Ich arbeite mit Insights Discovery in diesem Fall zusammen. Da gibt es noch andere, die heißen DISC oder Myers-Briggs, basieren alle auf dem gleichen Ursprung. Und Thomas wird dann später über das Thema Motive sprechen und er arbeitet mit dem Reese Motivation Profile zusammen und da wird Thomas dann später eingehen oder später darauf eingehen. Ich fange an mit dem Thema Verhalten. Und wenn wir über Verhalten reden, dann können wir über diese vier Farben, diese vier Typen in der Grundkonstellation reden. Und ich möchte gar nicht, es gibt noch da eine Ebene drunter, dann werden wir irgendwann mal bei acht. Aber das ist gar nicht so das große Thema, denn diese vier reichen vollkommen aus, um über Verhalten und Verhaltenstypen von Menschen zu sprechen. Woher kommt das eigentlich, dass man Verhalten in vier Typen oder in vier Farben klassifizieren oder clustern kann? Das kommt aus einer Verhaltensforschung eines Schweizers, der hieß Carl Gustav Jung. Das hat er irgendwann 1880, 1890 hat er damit angefangen und hat sich damit beschäftigt. Warum sind Menschen eigentlich so und was treibt sie dahin und wie fällt das auf und wie sieht man das und wie erkennt man das und wo kommt das eigentlich alle her und was treibt die eigentlich alle an? Und dieser Carl Gustav Jung hat das sehr komplex und kompliziert geschrieben. Das hat also tatsächlich ein paar Jahre nach seinem Tod gedauert, bis man so seine Bücher dann so ein bisschen entschlüsselt hat und verstanden hat, was er da alles geschrieben hat. Und daraufhin sind so Anfang 1950, 1960 die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen dann damit erfolgt. Und heute ist dieses Thema Verhaltenstypologie in Management, in Unternehmenskreisen schon angesehenes Tool, womit man arbeiten kann, womit man sich selber weiterentwickeln kann, womit man ein Team weiterentwickeln kann und weitere Dinge damit machen kann. Also wir reden über vier Typen. Wir reden über Gelb, wir reden über Rot, Grün und Blau, um da einfach eine sehr einfache Einteilung und Klassifizierung vorzunehmen. Und um Ihnen diese Typen mal näher vorzustellen, werden Sie über die nächsten Seiten sehr häufig immer dieses Bild sehen. Und dieses Bild ist so ein Charakteristika für die verschiedenen Typen. Und wir sehen oben den Blauen, das ist ein sehr geordneter Koffer, den er da hat. Der ist auch sehr ordentlich eingepackt. Da ist eine Checkliste mit drin, da sind verschiedene Mappen mit drin. Also das sieht eigentlich sehr ordentlich aus. Und wenn man sich den Anstecker und den an der Seite anschaut, dann ist das ordentlich ausgefüllt und man weiß sofort, wem gehört der Koffer und wo wohnt er. Wenn wir uns den oben rechts anschauen, den roten Koffer,
dann ist der A ein bisschen kleiner, da ist viel weniger drin, da ist aber ein bisschen mehr drin, und zwar ist das Thema Geld dort ein bisschen mehr mit drin. Und der hat also schon eine ganz andere Einstellung, und sein Koffer ist ganz anders gepackt. Wenn wir uns unten rechts angucken, ich weiß nicht, ob man das noch Koffer nennen kann, aber es soll zumindest einen Koffer darstellen. Da ist irgendwas reingeschmissen, die Zahnpasta ist da schon offen. Was ist da drin? Ein Ideenblock ist da zum Beispiel drin. Also da ist ein Ideenblock mit dem Stift da drin. Also ist das wohl jemand, der anscheinend viele Ideen hat. Und unten links der Koffer, auch sehr ordentlich, sind viele Bilder drin, Fotoapparat und ein Erste-Hilfe. Ja, Köfferchen oder Erste-Hilfetasche. Das heißt also, diese Person, die so diesen grünen Koffer trägt, der ist da, scheint was mit Menschen zu tun zu haben. Und wenn wir uns hier mal eine kleine Anekdote über diese vier Koffer mal nehmen, dann ist der blaue Typ tatsächlich der Typ, der, wenn Sie in Urlaub fahren, und das machen Sie mit dem Auto, dann packt er abends vorher sein Auto und er weiß genau, an welcher Stelle er im Auto was verpacken kann, weil er sich da vorher intensiv Gedanken drüber gemacht hat. Das ist der blaue Typ. Der rote Typ ist derjenige, der würde sich sogar in der VIP-Lane am Airport noch nach vorne drängeln. Also dem ist das alles ganz egal, Hauptsache er ist vorne und er ist der Erste. Der gelbe Typ, wenn Sie den in Urlaub schicken für 99 Euro nach Lloret de Mar mit dem Bus, dann kommt er 14 Tage später wieder und dann fragen Sie: Mensch, wie war es denn? Boah, sagt er, war total klasse, ich weiß aber nur nicht mehr, wo ich gewesen bin. Also es ist so dieser Spaßfaktor, der unglaublich viel Freude und Spaß hat. Ein ganz anderer Typ als der Rote oder der Blaue. Und wenn wir den Grünen fragen, wenn Sie den mit zum Flughafen nehmen, der kümmert sich eher darum, zu gucken, dass alle anderen Menschen ins Flugzeug reinkommen, bevor er selber ins Flugzeug reingeht. Also er kümmert sich darum, dass seine Kinder gut versorgt sind, das Ticket bekommen, durchs Check-in gehen. Das macht er für andere zuerst, bevor er an sich selber denkt. Das mal so als kleines Anekdote, um da in diese Thematiken reinzukommen. Und wenn wir uns da mal beschäftigen, jeder Mensch hat alle vier Farben. Die Frage ist nur, wie unterschiedlich sind sie denn verteilt? Der eine hat mehr Blau oder hat einen hohen Anteil an Blau und weniger Gelb. Und das ist immer ganz unterschiedlich. Und wichtig ist nur zu wissen, dass 98% aller Menschen alle vier Farben haben. Es gibt nur 2%, die bei diesen Erhebungen tatsächlich nur mit drei Farben ausgekommen sind, aber 98% sind mit vier Farben ausgekommen. Und wenn ich über Zahlen spreche und Erhebungen, dann kann ich mittlerweile sagen, dass wir mit diesem System, mit Insights Discovery in Europa rund 300.000 Typologieanalysen gemacht haben, also wo Menschen sich dieser Erhebung angeschlossen haben und haben mal gefragt und mit einem Fragenkatalog sich selber beantwortet. Und das waren ungefähr 300.000. Und insofern hat man da schon ganz, ganz gutes, ganz guten Einblick, was da gerade passiert oder was im Laufe der Jahre passiert ist. Und spannend ist, in Europa ist es tatsächlich so, dass der Anteil der höchsten Farbe, der ist fast überall gleich. Also wir haben alles fast um 25%. Das ist mal 23, mal 27. Ist jeweils gelb die stärkste Farbe mit 25, rot mit 25, grün und blau auch mit 25. Also man kann sagen, dass es in Europa sehr gleichmäßig verteilt ist, was so die stärkste Ausprägung auch ist. Und wenn wir uns gleich nochmal die Koffer anschauen, dann sehen wir, der gelbe Koffer hat auch 25% stärksten Farbanteil, genauso wie der blaue Koffer oder wie der rote oder wie der grüne. Also insofern, jeder Mensch hat alle vier Farben. Die Frage ist nur, wie stark ist es verteilt. Es ist sehr unterschiedlich auf der Welt. In Afrika ist der blaue Koffer zum Beispiel wesentlich ausgeprägter als in Europa. Mag man eigentlich so gar nicht vermuten, wenn man mal drüber nachdenkt, wie so
die Mentalitäten sind, dass man immer sagt, so die Afrikaner seien sehr locker und die hätten keine Struktur. Nee, die haben, das ist der blaue Anteil bei den Menschen, die das dort gemacht haben, wesentlich höher als in Europa. Und in Südamerika ist der rote Anteil zum Beispiel, also dieses Machen, dieses Tun, das ist dort wesentlich höher als in Europa. Also ganz unterschiedlich, aber alle oder 98% der Menschen haben alle vier Farben in sich. Jetzt bringe ich Ihnen mal eine kleine Unterteilung, damit Sie die Farben ein wenig besser einschätzen können, bringe ich Ihnen mal mit rein. Hier haben wir wieder alle vier Koffer und ich habe jetzt in der Mitte von oben nach unten mal eine Linie gezogen. Und diese Linie bedeutet, dass das, was Sie links sehen, den blauen und den grünen Koffer, das sind die introvertierten Menschen. Und auf der rechten Seite, rot und gelb, sind die extrovertierten Menschen. Die Extrovertierten sind die, die im Meeting immer was zu sagen haben. Und die Introvertierten sind die, die in Meetings nie was zu sagen haben. So mal als kleine erste Unterteilung. Also was wir hier sehen, ist, dass der Rot und der Gelbe die Extrovertierten sind, die Menschen, die sich die Energie, die sie brauchen, auch von außen holen, während sich die Blauen und die Grünen eher diese Energie aus dem Inneren holen. Das sind eher die man ein Buch lesen, um Energie zu tanken. Die Stille suchen, die Ruhe suchen, um hier die für sich Energie rauszuschöpfen. Im nächsten Schritt habe ich jetzt mal die Unterscheidung reingebracht zwischen oben und unten. Und da sehen Sie dann, blau und rot ist die Sachebene und grün und gelb ist die Gefühlsebene. Also wenn Sie im Management sehr häufig ist das Rot und das Blaue sehr, sehr vorrangig dort. Und komischerweise sind bei den Mitarbeitern eher die gefühlsbetonten Farben Gelb und Grün vorhanden. Und jetzt kann man mal so ein bisschen mal sich die Geschichte der Arbeitskämpfe mal so ein bisschen vorantreiben. Also wenn wir mal so 20, 30 Jahre zurückverfolgen, sehr emotionale Gewerkschaften, Betriebsräte, sehr gefühlsbetont, wir müssen doch, Mensch, wir sind doch so, wir haben jetzt 10 Jahre kein Geld oder keine Lohn und keine Gehaltserhöhung bekommen, also sehr stark über das Thema Gefühl bekommen, während dann die obere Ebene, das war in dem Fall häufig oder ist häufig die Geschäftsleitungsebene, sehr sachlich argumentiert hat. Und wenn Sie sich heute mal in Unternehmen auch Betriebsräte versus Unternehmensleitung, zwei verschiedene Sprachebenen, manchmal sehr sachorientiert, eine Ebene sehr gefühlsbetont, die andere Ebene, also wie kommt man da zusammen? Es ist einfacher zu wissen, wenn man weiß, der Gegenüber ist auf der gefühlsbetonten Ebene, dann muss ich halt über gefühlsbetonte Argumente kommen. Oder halt, wenn ich gefühlsbetont bin und mein Gegenüber ist sachorientiert, dann muss ich halt mit Sachargumenten kommen. Also hier mal so diese Einteilung, oben Sache, unten Gefühl. Und jetzt mache ich das mal komplett und habe mal die beiden Striche rein. Und jetzt haben wir eigentlich schon die wirkliche grundlegende Einteilung. Wir fangen mit Blau an. Der Blau ist introvertiert und sachorientiert. Und das sehen wir an seinem blauen Koffer. Es ist sehr geordnet. Der hat eine Checkliste dabei. Was hat er alles zu tun oder was will er alles tun? Hat er das alles erledigt? Der hat ganz klar seine Mappen mit dabei, die er braucht. Der hat der hat Geld mit dabei. Der hat auch eine Reservekleidung mit dabei. Falls mal was passiert und die Sachen werden dreckig, der ist vorbereitet und hat seine zweite Garnitur mit dabei. Der hat auch zwei Zahnbürsten mit dabei. Und der hat auch mal zweimal Zahnpasta mit dabei. Das heißt, der hat immer einen Plan B in der Tasche. Dieser blaue Typ ist der Typ, der sehr strukturiert ist. Und der auch eine ganze Menge Informationen benötigt. Das sind so Menschen, die auch wirklich immer die zweite, dritte, vierte Frage hinterherstellen, um den Gegenüber zu ärgern, sondern weil er braucht diese Informationen, um sich selber eine Meinung zu bilden. Es sind manchmal, gerade wenn er so ein Gegenüber hat, wie rot oder gelb auf der anderen Seite, die sagen immer, stell mir nicht so viele Fragen. Der Blaue stellt viele Fragen, weil er einfach viele Antworten haben will. Jetzt gehen wir zum Roten rüber. Extrovertiert und sachorientiert. Also auf der Sachebene dann genau das Gleiche. Wir sehen, das ist auch schon noch ein geordneter Koffer, aber
längst nicht so viele, der braucht auch nicht so viele Informationen, weil der Rot ist extrovertierter. Das ist so ein Typ, der ist der Macher, ist der Umsetzer. Das ist der, wenn der einen schlechten Tag hat, der Rote, wirkt der sehr arrogant, weil er sehr kurz ab ist, sehr, sehr prägnant ist, sehr, sehr schnell in seinen Entscheidungen. Wenn Sie den fragen, warum fahren Sie einen 9er BMW, ja, weil es keinen 1200er gibt, das ist doch relativ simpel. Also der hat auch ein Ding nach außen, weil er es braucht. Für ihn ist außen sehr wichtig, da zieht er seine Energie her. Aber der ist ein sehr geschätzter Mitarbeiter, ein sehr geschätzter Kollege, weil er einfach Dinge ganz schnell vorantreibt. Für ihn sind Ergebnisse immens wichtig. Vor Diskussionen will er Ergebnisse einfach in den Vordergrund spielen. Kommen wir zum gelben Typen. Das ist der, den ich eben sagte, der nach Lorette Mar fährt und anschließend nicht mehr weiß, dass er da war. Das sehen wir schon an seinem Koffer. Der ist sehr extrovertiert, holt sich auch sein Gefühl nach außen. Für ihn ist Lorette Mar wichtig, weil es dort Sonne gibt. Aber der ist sehr gefühlsbetont und der ist ein Ideenmensch. Also wenn Sie den fragen, sag mal, ich habe ein Problem hier und dort und da, der liefert Ihnen die Ideen sofort auf den Tisch. Wenn es nicht innerhalb von 30 Sekunden ist, haben Sie es innerhalb von 5 Minuten, haben Sie eine Idee von dem Menschen auf den Tisch. Der sprudelt vor Ideen, der hat ein immenses Gedankengut, beschäftigt sich mit ganz vielen Themen, hat aber auch dann manchmal das Problem, dass er sich nicht fokussieren kann. Sondern der hat eine Idee, die findet er toll und nächsten Tag hat er die nächste tolle Idee, die er noch besser findet, also lässt er die vom Vortag schon wieder sausen. Also das ist so ein gelber Typ, der sprudelt vor Ideen. Wenn Sie eine neue Geschäftsidee haben wollen, gehen Sie zum Gelben hin, der hat immer eine da. Und dann brauchen Sie aber einen Roten, der sagt, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, aus deinen 5 Ideen müssen wir eine machen. Und dann brauchen wir den Blauen, der das dann auch strukturiert. Und zum Grünen kommen wir gleich. Also der Gelbe, sehr ideenreich, sehr extrovertiert, und aber auch sehr gefühlsbetont. Das ist einer, der braucht die Gemeinsamkeit mit Menschen zusammen. Und dann kommen wir zum Grünen, introvertiert und gefühlsbetont. Wir sehen es an seinem Koffer. Der ist auch sauber und geordnet, aber doch nicht so sauber wie der Blaue geordnet. Dafür einfach... Der hat Bilder. Das sind wahrscheinlich nicht seine eigenen, weil da sehen wir ein weibliches Bild, ein männliches Bild. Das heißt also irgendwie vielleicht seine Kinder. Das heißt, der denkt an andere Menschen. Und dieser First Aid ist nicht für ihn, sondern wenn jemand halt aus seinem Umfeld, wenn ihm was passiert, er ist gewappnet und hat dann die erste Hilfemaßnahme da. Und wir kennen solche Typen alle. Wenn wir uns mal zurückverdenken, als wir mit 18, 19, 20 in die Diskos gefahren sind, wir hatten immer jemanden dabei, der ist freiwillig gefahren. Immer. Und das hat der liebend gerne getan, weil der freut sich, wenn der anderen Menschen helfen kann. Also wenn wir da zu dritt Halligalli gemacht haben, dann hat er sich gefreut, dass er uns 3 Schnapsleichen nachts um 3:30 nach Hause gefahren hat. Das war für den toll, da hat er sich drüber gefreut. Und wir hatten uns immer schlechte Gedanken manchmal gemacht. Mensch, nochmal, wir müssen immer was Gutes tun. Nee, grüne Menschen haben ein unglaubliches Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen. Und das war so diese kleine, grobe Einteilung. Extrovertiertheit, Introvertiertheit, Sachebene, Gefühlsebene, um mal in die Gespräche da reinzukommen, die wir da haben. Jetzt mal die Frage, wofür können wir denn das, was wir hier machen, wofür können wir es denn eigentlich nutzen? Das eine ist, und den habe ich immer ganz groß gemacht, wir sind hier in der Wirtschaftsvereine und reden wir natürlich auch darüber, über Unternehmen. Also, wenn wir wissen, wer ist mein Kunde, hat der einen hohen Rotanteil, hohen Gelbanteil, Grün- oder Blauanteil, dann können wir uns doch schon darauf einstellen. Dann können wir uns als Verkäufer doch schon darauf einstellen, Junge, dann muss ich, wenn mein Blau gegenüber ist, dann muss ich mich halt gut vorbereiten, dann muss ich viele Informationen haben und muss die parat haben. Und wenn ich einen gelben Kunden habe, ja, dann muss ich halt über die große Vision drüber reden, damit ich ihn begeistern kann. Der braucht nicht so viele blaue Informationen. Also hier schon mal drüber nachzudenken, wer ist mein Kunde und wie kann ich mich darauf einstellen? Natürlich, und das sehen wir oben links, kann man das natürlich für eine Partnerschaft nutzen. Aber jetzt müssen wir mal gucken, Sie haben eine blaue Ehefrau und einen gelben Ehemann. Blau, sehr strukturiert, sehr ordentlich. Und dann haben Sie einen gelben Ehemann, der alles dann liegen lässt hinter sich, wenn ihn das gar nicht interessiert. Also da gibt es ja auch schon Konflikte in Beziehungen und Partnerschaften. Wenn man das voneinander weiß, kann man sicherlich besser darauf eingehen. Also das ist ein sehr und wird auch benutzt in der
bei Partnerschaftskrisen oder Vermittlung oder wie man es auch titulieren will. Teambuilding, sehr gerne genommen. Wer ist mein Team? Hat mein Team hohen Blauanteil, Gelb, Grün oder Rotanteil? Da kann man schon sehen, wo gehen Tendenzen im Team hin? Wer ist mein Gegenüber? Wenn ich doch weiß, dass mein Gegenüber sehr, sehr grün ist, dann muss ich mit ihm menschlich reden, obwohl ich vielleicht selber einen hohen Rotanteil habe. Aber wenn ich was von ihm will, dann kann ich nicht mit Rot mit ihm kommen, sondern muss in seiner Sprache sprechen, das ist die grüne Sprache. Und wenn ich das weiß, tue ich mich einfach damit. Also es hilft immens beim Thema Teambuilding. Und schlussendlich sicherlich ein Riesenthema für Produktargumentation. Wenn ich weiß, dass in Deutschland die Farben gleichmäßig verteilt sind mit rund roundabout 25%, ja, dann mache ich doch bitte meine Produkte in der Argumentation, dass ich ein gelbes Argument habe, ein grünes, ein rotes oder ein blaues Argument habe. Und schon habe ich mehr Erfolgschancen, mein Produkt an den Mann zu bringen. Also hier mal so ein paar Anwendungsbeispiele, um das Ganze mal anfassbar für Unternehmen zu machen. Gut, und dann kam unser Freund mit den roten Dreiecken in diesem Fall hier oben drauf, der uns seit knapp mehr als 12 Monaten beschäftigt. Und ich lege wieder mal dieses Bild auf und einfach mal jetzt die Frage in die Runde gestellt, welcher dieser 4 Typen hat die wenigsten Probleme mit dieser Situation und welcher dieser 4 Typen hat zurzeit die meisten Probleme mit dieser Situation? Also ich antworte einfach mal. Ja. Ich glaube, dass der Sunshine-Yellow-Mensch wahrscheinlich sagt, komm, das lächle ich irgendwie weg, das Leben geht weiter, wie auch immer. Der wird wahrscheinlich, sage ich mal, auch kein Problem mit der offenen Zahnpastatube in seinem Koffer haben, also auch nicht mit dem kleinen Freund mit den roten Dreiecken, zumindest nicht in der Art und Weise. Der Cool-Blue, der wird natürlich sagen, in meinem Board, im Koffer ist für diesen Kollegen gar kein Platz. Also der bringt meine absolute Checkliste komplett durcheinander. Von daher wird der da wahrscheinlich nicht so von erfreut sein. Ja, ja. Stimmt. Also der Gelbe hat schon wieder ganz andere Gedanken. Der hat Corona eigentlich schon wieder gedanklich abgehakt, sondern der hat schon wieder ganz neue Themen für sich entdeckt. Der Blaue hat immense Probleme zurzeit. Weil seine gesamte Struktur, so wie der Koffer aufgebaut ist, ist ja auch seine Struktur aufgebaut, die ist komplett mit Corona zusammengebrochen. Also jedes Zaudern von irgendeiner Bundesregierung, von irgendeinem Unternehmen, wir haben vor 3 Wochen das entschieden und jetzt machen wir das, das macht seine Struktur kaputt. Und dadurch hat er immense Probleme, sich in Situationen reinzufassen. Wenn Sie einen Change-Prozess in einem Unternehmen machen, ist dieser Typ Mensch derjenige, den Sie als erstes informieren müssen. Vor allen anderen, und damit meine ich wirklich vor allen anderen, sehr, sehr frühzeitig, denn der braucht sehr lange, um sich mit neuen Situationen anzufreunden. Das heißt nicht, dass der von Grund auf dagegen ist. Nein, er braucht einfach sehr lange dafür, um sich damit anzufreunden. Weil er sich damit beschäftigt, weil er viele Fragen stellt, sich Fragen stellt, Ihnen dann Fragen stellt oder der Bundesregierung momentan Fragen stellt und er will einfach Antworten haben. Also der tut sich momentan mit den ganzen Situationen immens schwer. Derjenige, der am meisten darunter leidet, ist allerdings der grüne Typ. Weil der sich über Menschen Gedanken macht, für den sind die Menschen im Umfeld ja ganz wichtig. Da gibt es Menschen, die haben momentan ganz viel Angst, die Angst aus welchen Gründen auch immer, ob sie sich anstecken, Angst, ob irgendein Impfstoff der richtige ist, Angst vor was weiß ich auch immer. Und da beschäftigt er sich, der leidet momentan. Das ist der momentan seit 12 Monaten die meiste Energie verloren hat. Also wenn Sie wissen, Sie haben einen Menschen bei sich in der Umgebung, der hier einen hohen Grünanteil hat, gehen Sie zu ihm hin und seien Sie sehr wertschätzend, danken ihm für das, was er da gerade tut, weil er kümmert sich gerade immens um seine Mitmenschen. Und er hat eine Entscheidung für sich getroffen. Er trifft hier ganz schnell Entscheidungen und die zieht er dann auch konsequent durch. Das kann in die eine Richtung sein, dass er sagt, Corona interessiert mich momentan überhaupt nicht oder er sagt, interessiert mich gerade und ich beschäftige mich damit, aber der leidet da in keinster Weise drunter. Also
hier mal, und das werden Sie kennen in Ihrem privaten Umfeld als auch in Ihrem betrieblichen Umfeld, Sie werden diese Typen alle kennen und jeder geht halt anders damit um. Die Frage ist ja immer die entscheidende, wenn ich weiß, dass der mir gegenüber so ist, dann kann ich mich auch darauf einstellen. Also wenn ich weiß, dass der Junge gerade Themen hat, ich kann sie zwar nicht beeinflussen, aber ich kann ihm zumindest die Möglichkeit bieten, zu sagen, okay, ich habe noch die Information für dich, ich habe noch die Information für dich. Vielleicht hilft sie dir gerade, dass du eine Entscheidung, dass du wieder für dich eine Struktur findest. Während hingegen sie diesen Typen, den brauchen sie momentan, mit dieser Situation gar nicht groß konfrontieren. Der beschäftigt sich schon eigentlich mit Dingen, die sind post-Corona. Also der hat schon wieder Gedanken dabei, was passiert eigentlich, wenn Corona vorbei ist, welche Ideen habe ich dann und was können wir eigentlich nach Corona schon wieder komplett umsetzen. Also der ist gedanklich weiter. Und wenn wir jetzt mal nochmal zurückschreiten, diese vier Typen für ein Unternehmen. Der Gelbe hat die Gedanken und die Ideen. Der Rote trifft die Entscheidung. Der Blaue sorgt für die Struktur des jeweiligen Projektes und der Grüne, der sorgt dafür, dass alle anderen drei gut zufrieden sind. Der ist immens wichtig für das Wohlbefinden in Teams und in Unternehmen, damit die Menschen, und zwar die anderen drei Farbtypen, sich wohlfühlen. Das waren meine, ich weiß jetzt gar nicht, Minuten, mein kleiner Monolog. Ich habe auch keine weitere Seite mehr. Lieben gerne jetzt fragen oder lieben gerne jetzt zu Thomas übergehen. Ich denke, wie wollen wir es machen? Thomas? Wollen wir zu dir rübergehen? Wenn Fragen sind, machen wir weiter. Sie können die Fragen natürlich auch gerne am Ende stellen, wie Sie möchten. Jetzt sind wir halt bei Insights. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine Anmerkung dazu. Insofern nutzen Sie jetzt die Chance, vielleicht die Fragen zu stellen, weil sonst komme ich noch mal mit 20 Minuten Motiven dazwischen. Insofern. Heiner. Ich würde tatsächlich noch mal eine kurze Frage interessieren. Hubertus, ja. Du hast ja jetzt so schön gesagt, die Farben sind jetzt ja mal da. Ne? Ja. Anhand meiner Einschätzung, wer da am meisten drunter leidet, hast ja gesehen, dass ich den Grün vielleicht gar nicht so im Fokus hatte. Das ist ja jetzt auch gar nicht verwerflich oder hin oder her. Aber wie komme ich als Unternehmer jetzt an meine Farbenlehre für meine Mitarbeiter? Gibt es da eine Chance, dass ich einen Workshop mache und einfach sage, ich lege jetzt, mach vier bunte Türen und sage, bitte lauft mal durch irgendeine Tür, die euch selber klassifiziert und dann kriegt er von mir einen grünen Stempel und ich weiß, das ist zukünftig genau der, über den ich mich in diesem menschlichen Faktor intensiver austauschen muss? Oder ist das ein Prozess? Können sich diese Farben auch verändern, dass ich im Laufe eines Lebens oder eines betrieblichen Zugehörigkeit von grün auf blau schwenke oder von gelb auf rot oder wie auch immer? Ja, also das Erste ist, wir sollen immer bedenken, jeder Mensch hat alle Farben in sich, halt unterschiedlich verteilt. Das heißt, man kann immer gerade sagen, der Grüne, aber der Grüne hat ja auch blau, rot und gelb in sich. Das ist halt nur nicht so stark verteilt wie das Grüne vielleicht. Es gibt, man kann über Workshops was machen, man kann sich bei diesen Firmen melden und kann selber die Analysen dort dann machen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Wege. Und um auf deine zweite Frage einzugehen, ja, Farben können sich verändern. Das hat aber dann mit Ereignissen zu tun, die dann schon schwerwiegend sind. Also das können sicherlich schwere Krankheiten sein, das können Trauerfälle in der Familie oder im Freundeskreis sein, wo sich dann Verhalten ändert. Das ist machbar und auch bei mir in meinem Leben ist diese Farbkonstellation, die ich heute habe, nicht die, die ich vor 10 Jahren hatte. Das ist so, weil bei mir in der Zwischenzeit auch was ein Ereignis gewesen ist und das hat halt Einfluss natürlich auf mein Verhalten. Insofern, ja, Verhalten kann sich im Laufe einer Zeit ändern und wir sollten alle bedenken, Situationen können Verhalten auch verändern. Wenn man unter Druck gerät, kommt irgendwann ganz natürlich mehr Rot zum Vorschein, als man manchmal
als man manchmal glaubt. Also wenn man nachts irgendwo hergeht und dann steht einmal drei Typen gegenüber, dann ist man nicht mehr manchmal nur dieser freundliche grüne Typ, sondern irgendwann kommt dann auch mal das Rote raus und dann kommt auch mal dieser Kampfeswillen, dieser Umsetzungswillen, der kommt dann auch zum Vorschein. Also situationsbedingt ja, und auch Verhalten kann sich im Laufe von Jahren ändern, aber in dem normalen Leben, in dem normalen privaten, also in dem beruflichen Leben, ist der Mensch halt so, wie er ist, und er hat seine vier Farben und je nachdem, welche ist stark ausgeprägt. Also ich will es mal an meinem Beispiel aussehen. Ich war vor 10 Jahren, hatte ich mein Rot war meine absolut stärkste Farbe. Auf einer Skala von 0 bis 100 lag die bei 80% Ausfüllung. Und ich war nur am Umsetzen, nur am Machen, am Drauf und am Machen. Und Rot ist bei mir über die letzten 10 Jahre aufgrund eines Vorfalls massiv noch umgegangen. Es liegt noch über 50%, also es liegt noch bei knapp 65%. Dafür ist mein Gelbanteil immens nach oben gestellt. Also ich bin der Typ, der nach Lorette Mar fährt. Ich bin für Schalke, das sagen wir ja auch, aber ich bin der Lorette Mar-Typ, der durch die Gegend fährt. Den können Sie heute fragen, Mensch, wo warst du gestern? Weiß ich nicht mehr, aber war toll. Also ich stecke vor Ideen. Ich habe hier eine Zettelwirtschaft um mir rum und jeden Tag neue Ideen. Und dann muss ich mich manchmal tatsächlich, und das mache ich einmal eine Woche, ich muss mich dazu zwingen, jetzt mal die Zettel zu sortieren und zu sagen, nee, Fokus, Fokus, Fokus. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich ganz normal noch weitere 10 Zettel dazu machen. So, aber es ändert sich einfach. Und da gebe ich dir recht, ja. Darf ich noch eine Frage stellen? Gerne. Sie hatten gesagt, die beiden oberen entsprechen eher dem, was im Management praktisch gefordert ist oder vielleicht auch zur Ausprägung kommt. Ja. Ist die These gewagt, wenn man sagt, diejenigen, die Beamten sind, die sind eher in der Blau-Richtung, die Unternehmer sind im Mittelstand eher im Rotbereich unterwegs? Denn ich glaube, wir erleben das, glaube ich, im Augenblick so ein bisschen, dass also der Mittelstand praktisch mit seinen Rotanteilen versucht, Lösungen zu finden im Rahmen der Krise. Und die Behörden sich eigentlich selber im Weg stehen, weil sie eigentlich versuchen, eine Struktur reinzubringen, an der sie, ich sag mal, wöchentlich oder monatlich verzweifeln. Zumindest hat man den Eindruck. Ganz so, also ich gebe mir der Aussage recht, dass ein Großteil derjenigen Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, sicherlich einen hohen Blauanteil haben. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Verwaltung ist Struktur und Verwaltung ist seit Jahrhunderten strukturiert. Und ganz ehrlich, ich bin da auch sehr dankbar drüber. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte irgendwie einen gelben Bauamtsleiter, der dann die Gesetze, Vorschriften jeden Tag für sich selber ändert, weil er einen großen Spielraum darin hat, dann ist mir doch ein Blauer sehr wesentlich lieber. Mir ist auch ein blauer Banker lieber als ein gelber, der eventuell das eine oder andere da verzocken kann. Also insofern ja, ich gebe Ihnen da recht. Ich glaube, dass dieser hohe Anteil Blau und Rot im Management-Geschäftsführungskreis, der ist in Deutschland sicherlich dadurch gekommen, dass wir hier immer, die Deutschen sind häufig sehr sachorientiert, und da ist der immens große Anteil in der Führungsebene kommt dadurch zum Tragen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es gibt aber genauso gut einen sehr, sehr hohen Blauanteil in der Führungsebene. Also auch da gibt es, glaube ich, gerade Unternehmen, Menschen, die den Halt verloren haben. Also diesen äußeren Halt, welche Struktur bietet mir denn meine Gesellschaft, mein Staat gerade? Ich glaube, dass da viele Unternehmer gerade Schwierigkeiten mit haben. Und die suchen vehement gerade nach Antworten, um wieder eine Struktur zu finden. Das glaube ich. Der Rote nicht, aber der Blaue. Auch als Unternehmer. Ja, super. Der Herr Cooper hat auch noch eine Frage, aber eins musst du noch eben ganz kurz zwischenrufen, über warum heißt Schalke dann Königsblau? Also das von den Adjektiven, da kommen wir jetzt wieder nicht zusammen. Aber ich lenke ab. Herr Cooper, Sie haben eine Fachfrage. Ja, also was ich spannend finde, und das passt auch in den Vortrag von dem Herrn Kuhn, Motivation
und Erfahrung spielt eine Rolle auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und auch das, was der Herr Kuhn eben beschrieben hat. Das ist oft so, dass rote Menschen, die jungen Wilden, die am Anfang sehr ehrgeizig sind und mit der Brechstange viel erreichen wollen und gleichzeitig auch diese Farbgebung mitbringen, man spricht ja von ruhiger werden. Die werden ruhiger, die erlangen eine gewisse Erfahrung, eine gewisse menschliche Reife, bewerten Themen anders. Was ich damit sagen will, ist, dass neben dieser reinen Farbgebung, um Charakteristika zu bestimmen, auch die eigentliche persönliche Entwicklung, die Arbeitsmotivation und die Erfahrung im Berufsleben einen großen Einfluss auf die Entwicklung nimmt. Ja, d'accord. Das ist ja wie im wahren Leben, man lernt nie aus und man verändert sich. Und ich denke, dass auch das von Hubertus gerade geschilderte Ereignis auch durchaus diese Corona-Pandemie sein kann. Ne? Das muss nicht immer ein Todesfall in der Familie sein. Das ist jetzt wahrscheinlich auch für viele gerade auch ein Stressfaktor mit Unsicherheit. Und von daher muss man vielleicht auch in der Führung jetzt noch mal ganz gezielt hingucken, ob seine grünen Typen noch alle grün sind oder ob der blaue noch immer blau ist oder ob sich die Prozente dort gerade aktiv verschieben. Heiner, eine Frage an dich. Welche Farbe ist bei Angela Merkel die höchste? Schwarz. Alles klar. Von den Vierern. Also, ich hätte in den letzten 15 Jahren hätte ich gesagt, ist sie rot, sie tendiert immer mehr zu gelb. Ja. Angie hat einen sehr, sehr hohen Blauanteil. Sehr sachorientiert, sehr introvertiert und alles drum und dran. Und wir stellen uns ja gerade alle vor, die sollte jetzt gerade die Menschen mitreißen und bewegen und emotionale Reden halten und die Menschen, das kann die gar nicht, weil da ist sie gar nicht der Typ für. Und insofern, also Frau Merkel hat einen sehr, sehr hohen Blauanteil. Wenn wir uns mal den amerikanischen Präsidenten bis November oder bis 20. Januar angeschaut haben, der hatte einen immensen Rotanteil. Der hat eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung, die er heute getroffen hat, die war ihm morgen schon wieder egal, die hat er schon wieder verändert. Also da sehen wir, anhand solcher Typen sehen wir, wie das ist. Olli Kahn, rot bis zum geht nicht mehr. Also stellt euch mal die Situation vor, wie er seinem Heiko Herrlich in dem Bundesligaspiel fast die Nase da abgebissen hat. Also da steckt so viel Power, so viel Kraft, so viel Motivation, Umsetzung drin. Also das sehen wir an diesen einzelnen Typen. Gut, und jetzt wollen wir weitermachen mit Thomas Hoffmann. Oder gibt es erstmal noch weitere direkte Fragen an Hubertus? Ich wollte dich zwar jetzt nicht abwürgen in deinem letzten Luftholer, aber ich denke auch Thomas will jetzt mal in die Bütt und will mal seine rote Ader hier ausleben und uns mitnehmen und begeistern. Von daher, Thomas, das Mikro gehört dir. Das war fast mein Einstieg, Heiner. Vielen Dank für das Wort. Rot ist bei mir stark, aber nicht die stärkste Farbe. Also Sie finden mich im Gelb wieder. Insofern scharre ich hier eigentlich schon wie der Bulle auf der Wiese seit Minuten und warte, dass ich mein Mikro aufmachen darf. Ja, ich möchte Ihnen über das zweite Tool ein bisschen was erzählen. Ich möchte aber gerne vorab einfach eine kleine Geschichte von mir erzählen, beziehungsweise auch das Verständnis dafür etwas wecken, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Und ich habe einen langen Weg, wie wir alle hinter uns, bin 20 Jahre oder gute 20 Jahre im mittelständischen Unternehmen gerannt und habe mir eigentlich über das Thema nie Gedanken gemacht, weil ich bin einfach nur gerannt, weil das Hamsterrad lief ja auch. Also in diesem Hamsterrad habe ich mich bewegt und meine Vision und meine Frage ist heute eigentlich, und die habe ich beispielsweise auch auf dem AIW-Kongress sehr intensiv gestellt, weil ich da auch im Netzwerk tätig bin und da überzeugte Analognetzwerker sind, warum machen eigentlich so viele Leute einen Job, auf den sie keinen Bock haben? Und ich glaube, dass wir da enormen Nachholbedarf haben und da auch enormes Potenzial ist. Und das ist im Vorfeld ja auch ein bisschen durchgekommen. Wie kann ich Produktivität auf meinem Faktor Mensch einfach besser messen? Wie kann ich meine Mitarbeiter mitnehmen? Und wie bekomme ich den richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit an den richtigen Platz, damit der richtig Lust hat zu arbeiten und mein Unternehmen mit nach vorne bringt? Und natürlich, so mag ich es der Teilnehmerschaft heute entnehmen, haben wir auch zwei Herzen in unserer Brust schlagen. Zum einen unser Energieherz, zum anderen natürlich auch unser rationales Herz, was natürlich auch sagt, was zum Thema Zahlen und Kennziffern und Produktivität.
Ich glaube aber, dass der Faktor, und da ist Hubi vorhin auch schon einige Male drauf eingegangen, dass der Faktor Mensch und der Switch in der Arbeitswelt einen Riesenschritt machen wird. Ich behaupte sogar um 180 Grad. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht sich mit dem Film Stille Revolution von Bodo Jansen schon mal beschäftigt hat. Dort wird ja in einer Filmdoku beschrieben, wie der Arbeitsmarkt der Zukunft aussehen kann. Und da ist der Mensch nun mal eins der wichtigsten Faktoren. Kleinen Moment, ich muss mal eben hier meinen Bildschirm freischalten oder ich versuche das zumindest mal. Können Sie meinen Bildschirm jetzt sehen, oder? Nein, bis jetzt noch nicht. Okay. Jetzt? Ja, jetzt kommt was. Vielen Dank, da steht's. Fantastisch. Das ist nicht meine letzte Folie. Die Hoffnung muss ich Ihnen leider nehmen. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Ihren Fokus, und das ist mein Bild für den Fokus, den Menschen haben, letztendlich auf dieses Thema zu richten. Weil nochmal, ich glaube, dass es extrem wichtig sein wird, durch gutes Recruiting und die dementsprechenden Tools einfach mehr hinter die Kulissen zu schauen, was verbirgt sich wirklich an Potenzialen in meinen Mitarbeitern, die ich letztendlich für mein Unternehmen nutzen kann. Kurz zusammengefasst ist es prinzipiell das, wie ticken wir eigentlich wirklich? Wir haben vorhin die Zwiebel gesehen, die Hubertus schon gezeigt hat, und haben gesehen, dass letztendlich die Motive ganz innen sitzen und darüber sich Werte verhalten und die Außenwirkung zeigen. Die Frage ist ja einfach, gibt es zwischen dem Verhalten und dem, was Menschen treibt, Unterschiede? Und ich glaube, ja. Ich glaube, dass Menschen uns in Teilen eine Rolle vorspielen und sich nicht geben, wie sie sind, was zum Resultat hat, dass sie leider nicht so performen, wie wir es gerne hätten oder wie sie es auch selber gerne hätten, weil sie einfach nicht das tun, was sie tun möchten. Also ich beschreibe das immer mit müssen, wollen, dürfen. Ich glaube, dass viele von uns durch unsere Eltern, durch die Gesellschaft einfach in Rollen gedrückt wurden. Und da geht es mir nicht anders. Mein Vater war Geschäftsführer in einem Autohaus. Ich habe gelernt in einem Autohaus. Habe dann recht frühzeitig gemerkt, und das begründet aus heutiger Sicht auch die Dinge, warum ich heute ausgebrochen bin und der Gelbanteil in mir halt sehr groß leben darf, weil ich einfach heute als Projektmanager unterwegs bin und Leute ja in immer wiederkehrenden neuen Aufgaben betreue im Bereich von Teambuilding, Teamkommunikation, Recruiting, um letztendlich die Chance zu schaffen für Unternehmen, aber auch für Mitarbeiter, die Menschen auf die richtige Stelle zu setzen. Ubi hat es vorhin so schön gesagt, ich möchte trotzdem, wo wir wissen, dass wir einen emotionalen Teil haben und einen rationalen Teil haben, mit dem rationalen Teilen anfangen, weil es gibt ja auch den Sympathikus und den Antisympathikus. Wir Gelben haben so unsere kleinen Schwierigkeiten mit dem Blauen. Also wenn Sie mich mit zu viel Zahlen, Daten, Fakten zubomben, dann haben Sie mich nach spätestens 30 Sekunden verloren. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen gerne eben für den wirtschaftlichen Teil Ihres Unternehmens ein paar Zahlen aufzeigen auf Basis der Gallup-Studie, die wahrscheinlich oder vielleicht einige von Ihnen kennen, wird einmal im Jahr durchgeführt, wo Tausende von Mitarbeitern befragt werden und die zu diesen Ergebnissen kommen. Wofür stehen diese Zahlen? Ich möchte da gar nicht lange drauf eingehen. Ich möchte sie nur ganz kurz auf Sie wirken lassen. 85% unserer Mitarbeiter haben nur noch eine geringe oder gar keine Bindung mehr zu einem Unternehmen. Dahinter steckt das Thema Loyalität. 70% machen Dienst nach Vorschrift. Ein großer Anteil, ein Siebtel aller Mitarbeiter hat innerlich gekündigt. 63% aller Mitarbeiter haben aufgrund ihres Vorgesetzten in den letzten 12 Monaten mindestens einmal darüber nachgedacht zu kündigen. Da möchte ich einmal den Satz bringen, den es sicherlich schon lange gibt. Menschen kommen zu Unternehmen und gehen wegen Vorgesetzten. Diese Zahl finde ich wirklich beeindruckend. Wie viel Geld in Form von Ersparnis oder mehr Produktivität könnten wir schaffen, wenn wir dafür sorgen,
dass unsere Mitarbeiter sich wohler fühlen und ihren Job gerne machen und nicht einen Job ausüben, auf den sie keinen Bock haben. Wie groß ist der Schaden in Ihrem Unternehmen? Ich denke, das ist ein Denkanstoß, über den wir vielleicht mal nachdenken könnten. Vielleicht kennen viele von Ihnen Dale Carnegie, Bestseller-Autor, hat vor 50, 60 Jahren unter anderem das Buch geschrieben, Wie man Freunde gewinnt. Und auch da wird schon ganz klar beschrieben, was nur das Umfeld und eine gute Kommunikation ausmachen kann, um die Produktivität von Menschen zu steigern. Gesteigerte Produktivität von Mitarbeitern heißt gesteigerte Produktivität fürs Unternehmen. Meine ersten Bücher, die ich gelesen habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, waren von John Strelicky. Und auch da geht es in die Richtung, dass es darum geht, ein Team zu schaffen, eine Sphäre zu schaffen, Menschen auf in Stellen und Positionen zu bringen, für die sie brennen. Also da, wo die Menschen im Dürfen sein können. Wie cool wäre es denn, anstatt am Montagmorgen im Radio zu hören, Leute, nur noch 4,5 Tage, dann ist Wochenende, am Freitag mit dem Mitarbeiter zu sprechen und zu sagen, du schade Chef, dass ich heute weg muss, weil dieses Team ist so mega. Wie cool wäre das denn, wenn wir diesen Wandel hinbekommen könnten, diese Energie in unsere Unternehmen kriegen könnten, um letztendlich unsere Mitarbeiter auf eine ganz andere Ebene zu führen. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht, Gründer von Virgin, und eins meiner Lieblingszitate von ihm: Nicht Kunden sind das Wichtigste, unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste. Hast du zufriedene, glückliche Mitarbeiter, werden die sich um deine Kunden kümmern und sie glücklich machen. Ist nicht wortwörtlich übersetzt, aber ist meine Interpretation daraus und trifft den Nagel, glaube ich, auf den Kopf. Jetzt werden Sie sagen können, ja, aber wir haben ja auch noch andere Dinge zu tun, als uns um das Glück und die Freude unserer Mitarbeiter zu kümmern. Da bin ich bei Ihnen. Nichtsdestotrotz fängt alles mit unserer eigenen Energie an. Wenn wir als Unternehmer, Führungskräfte, Manager das nicht vorleben und nicht in dieser Energie sind, in dieser Motivation sind, dann müssen wir nicht erwarten, dass es unten letztendlich oder in den Teams anders aussieht. Ein schöner alter Spruch dazu: der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Ich glaube, dass da auch sehr viel Wahrheit drin liegt, weil dieser Energiefluss ist das alles Entscheidende, mit dem wir komplette Ketten, mit dem wir komplette Bereiche umdrehen können. Das geht für mich über das Management bis zu Teamleitern, Schichtleitern, bis auf die operative Platte, wo ich heute in Projekten Menschen sehe, die über kleinste Veränderungen und das Wissen dahinter hin zu Veränderungen letztendlich in den Change kommen, in die Veränderung kommen. Zum Vorteil für sich selber und natürlich zum Vorteil fürs Unternehmen. Fakt ist, wir können keine Teams ändern, wenn wir selber unsere Baustellen noch nicht geschlossen haben. Also es fängt erstmal bei uns an. Ich gehe vor und meine Teamleiter, meine Schichtleiter und alles, was dann noch so kommt im Unternehmen, folgt mir nach, weil sie sich der Energie kaum entziehen können. Ich nutze dafür, ergänzend zum Discovery, was ich natürlich auch kennenlernen durfte, mittlerweile das Ries Motivation Profile, wo es letztendlich um die Motive geht. Sie haben vorhin bei Herrn Kuhnt die Persönlichkeitszwiebel sehen dürfen. Und diese Persönlichkeitszwiebel, eigentlich ja logisch, weil wir alle Menschen sind, lebt natürlich auch in uns. Und wenn wir in die Veränderung gehen wollen und möchten, dann ist es uns natürlich, liegt es an uns, diese Zwiebel anzuschälen. Und ich kann Ihnen versichern, ich beschäftige mich jetzt schon einige Jahre damit. Zwischendurch habe ich echt gedacht, Leute, wenn das die Lösung ist, dann möchte ich mein Problem zurück. Und ich habe mich gefragt, wie viele Schalen diese Zwiebel noch hat. Aber nochmal, wenn wir nicht bereit sind, als Führungskraft, als Manager, als Unternehmer diesen Weg zu gehen, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir die Motivation nicht weiter transportieren können. Also aus der Motivation beschäftigen wir uns jetzt ein wenig mit den Motiven nach Professor Stephen Rees. Ich möchte Ihnen zwei Ausschnitte aus dem Rees Motivation Profile zeigen, weil ähnlich wie im Discovery ist natürlich ein Fragebogen davor, ein Assessment davor, wo viele Fragen gestellt werden und rauskommen, kommt dann letztendlich ein Balkendiagramm beziehungsweise ein Bericht von 40 bis 60 Seiten, den Sie nutzen können, um Ihre Teamkommunikation und sich selber besser kennenzulernen.
wenn ich sowas meinen Coaches, meinen Klienten zeige, weise ich immer darauf hin, dass es eigentlich nur der Blick in den Spiegel ist, beziehungsweise in Live-Coachings, wenn wir sie dann mal wieder haben dürfen, habe ich einen Spiegel dabei und lasse die Leute erstmal 1 bis 2 Minuten in ihren Spiegel schauen und sich selber anschauen. Also das, was Sie hier sehen, auch an der Skala, ist natürlich das Resultat eines Algorithmus, aber es hat in der Bewertung, wenn sie dann überhaupt stattfindet, überhaupt nichts damit zu tun, ob der Mensch gut ist oder schlecht ist. Es hat nur damit zu tun, dass es eine Ausprägung in die rechte Seite gibt und die heißt zufällig +2 und in die linke Seite, die heißt zufällig -2. Ich kann heute für mich unterschreiben, dass alle Profile, die ich machen durfte, ich zu 100% unterschreiben würde. Gib aber auch der Diskussion von vorhin recht, dass gerade im Bereich Discovery sich die Farben verändern können, sich Dinge verändern können, weil es einfach lebenssituativ ist. Je tiefer wir in die Zwiebel kommen, umso stabiler sind eigentlich die Werte in sich. Also wenn Sie einen Risk Motivation Profile heute machen und in 5 Jahren machen, werden Sie keine signifikanten Veränderungen feststellen, was das angeht. So ändern sich zum Beispiel Dinge. So sehen zum Beispiel, oder für mich ist das ein klassisches Beispiel, wie die Führung vielleicht noch nach alt definiert wird im oberen Bild und Führung nach neu im unteren Bild. Also für mich ist die Führungskraft, ich nenne das Führung 2025, eher im unteren Bild zu finden, weil er viel mehr sich von seinen Leuten und von seinen Menschen mitführen lässt und viel mehr teamorientiert ist. Der obere Bereich ist aus meiner Sicht mehr die autoritäre Führung, was das angeht. Und darum ist auch der Balken halt sehr dunkelblau ausgeprägt. Ich glaube, dass wir da mega Veränderungen sehen und ganz, ganz viele Vorteile auch bekommen. Ich habe das beispielsweise gemacht im Bereich einer Geschäftsleitung, wo Leute sich neu gefunden haben in ihren Positionen. Und die Dankbarkeit und die Erkenntnis in einem moderierten Nachmittag oder in einem moderierten Workshop, die Menschen zueinander zu bringen oder noch mehr zueinander zu bringen, ist also wirklich erstaunlich. Weil das Verständnis, warum der eine mehr so tickt und der andere mehr so tickt, wird dadurch letztendlich visualisiert. Und das ist das, was ich auch unterschreiben kann von Hubertus. Wie viele Vorteile habe ich, wenn ich weiß, was mein Gegenüber antriggert und wie ich mein Gegenüber abholen kann? Da spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit, wie unsere 5 Sinne, möchte ich nur ganz kurz erläutern. Sie haben halt Menschen, die sind mehr auf dem visuellen Kanal unterwegs. Sie haben aber Menschen, die sind halt mehr auf dem auditiven Kanal unterwegs. Also auch das ist einfach wichtig, wenn ich mich mit Menschen beschäftige, dass ich weiß, an welcher Stelle hole ich ihn ab. Kann ich ihn mehr mit Bilder füttern oder brauche ich ihn mehr über Geräusche, Töne, Szenen, auch in meinem Storytelling und meiner Gesprächsführung? Das sind einfach extrem wichtige Dinge. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das alles kann nur funktionieren, in welchem Bereich Sie es auch nutzen, wenn wir letztendlich vorgehen. Einer meiner Mentoren hat dazu gesagt, Führen heißt Vorleben, alles andere ist Dressur. Boris Grundl, Buchempfehlung, wenn Sie in die Richtung mal was zum Thema Führung lesen möchten und Selbsterfahrung, dann kann ich Ihnen Boris Grundl da nur ans Herz legen. Ich habe daraus gemacht mein Thema Menschen mit Begeisterung und Netzwerk. Nicht umsonst stehen die Menschen halt ganz vorne. Und mir hat mal auch ein Mentor, ein Autor, ein Vorbild von mir gesagt, Thomas, wenn du mit Menschen arbeiten möchtest, musst du sie lieben oder sollst du sie lieben. Und ich glaube, dass da letztendlich ganz viel Wahrheit drin steckt. Ja, wenn wir keine Teams und unsere Mitarbeiter in Anführungsstrichen lieben, dann werden wir nicht richtig an sie drankommen. Es gibt Mitarbeiter in Teams, die mir sagen, du, wenn ich hier auf der Arbeit bin, dann bin ich ein ganz anderer, als wenn ich zu Hause bin. Ich kann das nicht glauben und ich glaube das auch nicht. Ich glaube, wir sind als Mensch angelegt und in uns treiben uns letztendlich die Motive. Wenn ich das tue, muss ich mich nicht wundern, wenn ich beispielsweise in die absolute Unzufriedenheit abrutsche, beziehungsweise da in echte Schieflage komme. Ich möchte Ihnen... Können Sie mein Bild wieder sehen, oder? Nein, nur die Bilder, nicht kein geteiltes Dokument. Kleinen Moment. Ja, wieder da. Danke.
zwei, drei Einblicke in ein solches Profil. Riest unterscheidet letztendlich in 16 grundlegende Lebensmotive. Riest hat sehr, sehr lange an der intrinsischen Motivation rumgeforscht und aus hunderten von Motiven, die er mal auf einem Blatt Papier gehabt hat, sind letztendlich 16 Motive entstanden und über diese 16 Motive leiten wir heute ganz, ganz viel ab. Das nochmal ganz kurz zum Algorithmus. Wir haben hier den Bereich, sag ich mal, wo sich ein Großteil der Menschen wiederfindet. Sie haben vorhin in den zwei Ausschnitten gesehen, dass es hellblaue und dunkelbereiche gibt. Wenn wir in den Ausprägungen in die einzelnen Bereiche reingehen, kann man halt sehr, sehr deutlich ableiten daraus, dass einer hier eine Überexpression hat, beziehungsweise hier stark ausgeprägt ist, und daraus leiten wir dann unsere Schlüsse. So sieht beispielsweise ein Profil aus in seiner Gänze. Sie haben hier die 16 Lebensmotive. Sie können sie selber nachlesen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen im Nachgang auch gerne dazu was zuschicken. Und hieraus lesen wir halt ganz, ganz, ganz viel, was das abgeht. Schauen Sie sich im Vergleich zu den Screens von vorhin die zwei Balken hier oben an. Dann können Sie vielleicht schon ein bisschen daraus ermitteln, wie ein solcher Mensch tickt. Wobei das Wort Macht, weil Ries kommt nun mal aus dem Amerikanischen, nicht wirklich klug oder schlau aus meiner Sicht übersetzt ist. Power hätte es viel mehr ausgemacht. Sind halt Menschen mit einer Dynamik, mit einem Power-Level ohne Ende. Aber um in der Sprache von Hubert zu sprechen, gehen halt hier auch so Leute rein, die massiv rot sind und halt schon gerne bestimmen möchten. Unabhängigkeit, ohne vergleichen zu wollen, sind halt Leute, ja, brauche ich nicht großartig sagen, die gehen halt, ja, die gehen ihren Weg und die anderen gehen mit. Entweder sie gehen mit oder sie gehen nicht mit. Und so kann man eigentlich die 16 Motive durchgehen, wobei es dann halt auch gewisse Karrieretreiber gibt, wo wir auch Karrierecoachings mit unterstützen beispielsweise. Wir können dieses Profil aber auch umdrehen für Sie als Unternehmer, als Manager, wo wir einfach sagen, die und die Position möchte ich besetzen. So und so stelle ich mir den dementsprechenden Mitarbeiter vor. Dann macht man, ja, sag ich mal, ein Nacktprofil. Und dieses Profil legt man letztendlich auf seine Bewerber. Die Bewerber machen den Test und dann kann man im Vorfeld schon gucken, passt derjenige Bewerber, dessen Bewerbung gut aussieht, eigentlich von seiner Motivation auch auf unseren Job. Das sind so die entscheidenden Dinge. Und daraus können wir sehr, sehr viel ableiten, auch im Team, auch in der Teamkommunikation. Und vorhin ist in der Diskussion mal gefallen, wir bringen bewusst ganz verschiedene Menschen an eine Diskussionstafel oder an ein Teams-Meeting, um genau die Stärken der unterschiedlichen Farben oder Motive letztendlich zu nutzen, um unser Projekt weiter nach vorne zu treiben. Ich möchte Ihnen abschließend noch ein letztes Beispiel bringen. Ich hatte einen Coachie, der in Schräglage geraten ist, erfolgreicher Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen, ca. 120 Mitarbeiter, viel gearbeitet, viel eingespannt, war aber auch im Bereich hier oben ähnlich unterwegs, hat allerdings anders gelebt und ist irgendwann massiv in Schräglage geraten, hat seine Frau verloren, beziehungsweise hat seine Frau ihn verlassen. War dann gefühlt ein Millimeter vor Burnout und dann haben wir ihn mit zwei Coaches über seine noch stärker ausgeprägte körperliche Aktivität morgens um 5 oder um 6 in die Laufschuhe telefoniert, beziehungsweise haben ihn da unterstützt und haben ihn über dieses eine Motiv in seinem Gesamtgerüst wieder komplett gerade ziehen können. Der Mann ist heute wieder zurück, ist in einer neuen Beziehung und hat seinen Job Gott sei Dank auch in der Funktion weiter behalten dürfen. Allerdings die Inhalte seiner Geschäftsführung haben sich etwas verändert. Also da sehen Sie, wenn Sie Motive missachten und das langjährig, wobei viele von uns über das Thema ja gar nicht informiert sind beziehungsweise gar nicht damit beschäftigen, können wir hier durch den imaginären Spiegel den Leuten letztendlich zeigen, wie es Möglichkeiten gibt, welche Motive gestärkt werden wollen, um in diese Richtung letztendlich weiter zu gehen. So, soll ich das hier nochmal nehmen? Damit bin ich eigentlich prinzipiell am Ende.
Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich über Ihre Fragen und ja, freue mich, wenn wir im Anschluss noch diskutieren können. Ja, Thomas, herzlichen Dank für die kleine Welt, Reise in deine Welt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist schon erschreckend zu sehen, wie viel mehr man machen könnte, wenn die passenden Leute auf den passenden Stellen sitzen. Nur muss man natürlich auch immer wieder sagen, das Leben ist ja nun manchmal auch kein Wunschkonzert. Aber man muss natürlich schon gucken. Und wir hatten es in der Eingangsgesprächsrunde ja auch mit dem Herrn Kuber von EMP, der im Saisongeschäft ja auch mal gesagt hat, wir haben vielleicht nicht die größten goldenen Lohntüten in dem Bereich im Saisongeschäft, aber wir arbeiten an unserem Unternehmensprofil so, dass wir eben Leute begeistern können, trotzdem bei uns in solche Dinge reinzukommen. Also viele, viele weiche Faktoren. Ja, man muss nicht immer glauben, dass die Lohntüte alles ist, sondern es geht eben auch um eine Wertschätzung. Es geht vielleicht auch einfach mal um eine Frage am Freitagmittag, nicht, ach schade, dass ich das Team verlassen muss, sondern dass man überhaupt mal als Chef dieses Wochenendbier nimmt und mal sagt, so Leute, wie war denn die Woche? Ja, mal zuhören, mal Fragen stellen. Aber jetzt habe ich Herrn Kuber direkt schon wieder die Steilvorlage geliefert, jetzt hält er die Hand, dann darf er natürlich auch selber was dazu sagen. Ja, das wären genau meine Worte gewesen. Also ich finde das spannend und das ist also für Schlüsselpositionen, für Managementpositionen ist so ein Profiling natürlich genau der richtige Ansatz. Wenn man aber Menschenmassen bewegen möchte, wenn es darum geht, wie ich als Führungskraft mein Team forme, wo ich nicht für jeden einzelnen Mitarbeiter ein Profiling machen kann, weil es vielleicht mehrere hundert sind, dann drehe ich den Spieß um. Dann sage ich, ich schaffe die Randbedingungen so, dass ich die Menschen von alleine anspreche, dessen Charaktere ich gerne hätte. Das ist natürlich ein bisschen komplexer und funktioniert nicht so im direkten Austausch, sondern ich kann nur versuchen, an den richtigen Stellen Stimulationspunkte zu setzen, um damit die Menschen anzusprechen, die ich gerne in meinem Unternehmen hätte. Und dahinter steckt halt eine wahnsinnig spannende Materie, weil das nicht mal eben so gemacht ist, sondern man genau überlegen muss, welche Signale will ich als Unternehmen eigentlich senden, um die richtigen Menschen anzusprechen. Darf ich darauf antworten? Also ich glaube, dass das in das Feld geht, Herr Kuber, go first und achten Sie auf Ihre Energie. Also ich sag mal, wenn ich Trainings ausschreibe, ist es dann halt auch irgendwann so, dass ich die Leute in mein Training bekomme, die ich eigentlich haben möchte. Ich glaube, wenn Sie mit der Energie auch an Hunderte von Leuten gehen, ich bin dabei Ihnen, dass man nicht für jeden ein Profil machen kann, dann halt bei Menschen vielleicht, die mir A, was wert sind, die ich halten möchte oder die ich weiterentwickeln möchte, in die Richtung. Auf der anderen Seite ist ja genau der Gedanke, dass wenn Sie mit der Energie rausgehen, werden Sie nur die Leute finden, die Sie auch brauchen, zumindest zu einem sehr hohen Prozentzahl, weil Sie die Energie reingeben und welche Energie Sie reingeben, bekommen Sie halt auch wieder raus. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. So, also wir gehen halt in den Projekten, die ich jetzt mache, über die Geschäftsleitung, Geschäftsleitung, Teamleitung, Schichtleitung, dann hören wir erstmal auf und dann gucken wir unten drunter nochmal, wer kann sich denn weiterentwickeln und die bringen wir halt noch mit in die Assessments rein. Oder wir haben massive Probleme in Teams und gucken uns die einzelnen Teams an. Grundsätzlich ist ja nur festzustellen, Thomas, dass man überhaupt für sich als Unternehmen, obwohl man vielleicht glaubt, dass meine Bilanz sagt, das Geschäftsjahr 2020 war gut, doch Positionen hat, wo man sagt, es hätte besser sein können, wenn mehr Leute auf den Positionen sitzen würden, auf denen sie gerne säßen oder den Job machen würden, den sie gerne machen wollen. So, und das ist ja der Ansatzpunkt, wo man sich einfach selber nicht in seine eigene unternehmerische Komfortzone als Führungskraft zurückzieht und sagt, wieso läuft doch alles, sondern wo man diese Sachen einfach als dynamischen Prozess hinterfragen muss. Ja? Hat dieses Ereignis Corona oder hat vielleicht auch eine persönliche Schicksal durch Corona, die Farbenlehre meiner Mitarbeiter in der Führung komplett durcheinander gewürfelt, vielleicht auch nur kurzfristig, dass irgendeiner so einen Peak hat und auch mal von dem Roten in den absoluten grünen Bereich schießt oder andersrum. Ja, wie kriege ich das überhaupt hin, dass ich das erkenne?
Ich weiß, gerade habe ich ihn kurz gesehen, ich weiß nicht, ob er noch dabei ist, den Herrn Scholz von der Münsterländischen Bank Tee in Münster selber. Da bin ich vor 14 Tagen oder ähnliches gewesen. Viele Banker, die vorher in klassischen Großbanken unterwegs waren, die auch mal sagt, wir haben ein ganz anderes Modell, wir haben gar nicht Vertrieb, ich muss Ihnen gar keinen Bausparvertrag aufquatschen, sondern habe Zeit, um mit Ihnen als Mensch über eine Vermögensanlageberatung zu reden und nicht am Ende zu sagen, ach bitte, und schließen Sie noch einen Bausparvertrag ab und nehmen Sie noch ein Sparbuch für Ihr Kind mit. So, dass man auch mal sagt, da kommen Banker, die eigentlich immer noch Finanzen machen, aber einen ganz anderen Rahmen finden und sich auch mal ganz anders wertgeschätzt fühlen und auch einen ganz anderen Input und Output für ihr Unternehmen oder für das Bankhaus erreichen. Ja? So, das sind Stellschrauben. Jetzt sollen wir natürlich nicht alle den ganzen Tag mit Holiday-Sandaletten durch die Gegend sagen und sagen, mein Job wäre am besten, wenn ich in Lorette mal am Strand liege und darauf warte, dass der Kuhn endlich kommt und am Ende gar nicht mehr weiß, dass er da war, sondern dass wir ja irgendwo auch wirtschaftlich getrieben sind. Aber ich glaube schon, dass man sich viele Strukturen schaffen muss, um überhaupt zu wissen, warum kommt meine Hochglanzbroschüre X bei dem einen so gut an und der andere hat nicht mal drauf geguckt. Ja? Dass ich viel kleinteiliger denke, einfach mal sage, zielgerichtet arbeiten, meine Mittel darauf einsetze, in der heutigen digitalen Welt, das war ja der ursprüngliche Ansatz auch unseres Meetings heute, durchaus sage, ich muss ja gar nicht mehr diese Hochglanzbroschüre wie früher 10.000 Mal drucken und da gebe ich meinem Außendienst mit und verteile die. Ich sag mal, jetzt komme ich immer wieder auf Herrn Cooper, weil ich auch das Unternehmen gut kenne. Früher gab es so einen dicken Wälzer als EMP-Katalog, alles drin, ja. Da waren aber auch Seiten bei, wo wahrscheinlich einige Leute gesagt haben, Seite 1 bis 80 schmeiße ich komplett drüber, weil das ist nicht meins. Ich fange ab Seite 85 an zu lesen. Heute kann man es vielleicht viel zielgerichteter anhand auch von Umsatzanalyse und von Typenbewertung sagen, wen trigger ich wie an? Ja, was steht bei welchem Kunden vorne? Dass er sofort auch sagt, das finde ich viel, viel interessanter. Das spricht mich auch ein Unternehmen an. Und da müssen wir doch hinkommen. Und da wäre es für mich wirklich schlau, auch mal in die Diskussion zu kommen. Und wenn wir gerade sehen, dass Herr Hartmann als Steuerberater die Beamten und die Verwaltungsmenschen in die blaue Kategorie setzt, dann ist das ja eigentlich ein stummer Hilferuf, ja, um schon zu sagen, Leute, da müsste doch auch mal ein bisschen Dynamik reinkommen und nicht immer nur alles Dienst nach Vorschrift, denn das sind so Sachen. Ich meine, ich gebe dir vollkommen recht, Hubertus, wir haben natürlich in unserem preußischen Tun auch den großen Vorteil, dass wenn wir davon ausgehen, wir haben ein Grundstück gekauft und ich stehe im Grundbuch drin, dass es dann auch meins ist und dass nicht irgendwann einer kommt und sagt, ach du, hier die andere Gemeinde hat noch ein zweites Grundbuch und dahinten hat noch einer ein drittes Grundbuch gefunden und jetzt ist das gar nicht deins. Aber wir haben natürlich auch erlebt, dass diese Tugenden, die wir dem blauen Leuten zugeordnet hätten, über Desasterbeschaffungslogistik, Impflogistik und, auch nicht mehr da waren. Ja, wo wir gesagt haben, denen hätten wir alle eine blaue Kompetenz zugetraut, aber Flirte blieben. So, und jetzt müssen wir doch mal kommen in der Dynamik und einfach für uns als Mittelständler sagen, welche Potenziale sind da? Und 180 Milliarden, Thomas, das ist ja meine Hausnummer. Ne? Wenn ich da sage, ich bin ein Mittelständler mit 100 Mann, dann müsste ich ja schon sagen, da wäre für mich ja wahrscheinlich schnell ein sechsstelliger oder siebenstelliger Betrag drin, den ich vielleicht im Jahr anders erreichen könnte, wenn ich gewisse Stellschrauben bewege. Und das finde ich spannend. Und da kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, nicht am Ende dieses Meetings einfach sagen, ja, war eine nette anderthalb Stunden, sondern wirklich das mal kritisch zu hinterfragen. Und ich glaube, dass sowohl Thomas als auch Hubertus Kuhn gerne zur Verfügung stehen, um mit Ihnen einfach mal ein 4-6-Augen-Gespräch zu führen oder auch Ihre Führungsmannschaft mal ranzunehmen und zu sagen, komm her, wir reden mal drüber, dass das am Ende vielleicht nachher auch ein bisschen Geld kostet, wenn man es in der Tiefe macht, ja. Aber ich glaube, wir haben den großen Vorteil, wir haben Leute von hier, die kennen die Mentalität der Leute, denn es nutzt ihnen auch nichts, wenn derjenige, der ihnen sagen will, komm mal ein bisschen aus deiner gelben Ecke raus und geh in die blaue Ecke rein, als erstes mit einem dicken Auto, mit einem Armani-Anzug aufgedreht und den ganzen Betrieb verrückt macht. Und am Ende ist außer Spesen nichts gewesen. Also von daher kann ich Ihnen das wirklich nur empfehlen. Nutzen Sie die beiden Netzwerkprofis hier,
deren Stärke ist, neben digital auch analog. Gerade Thomas ist so ein absoluter Analog-Verfechter, also der kommt wirklich gerne auch auf eine Tasse Kaffee vorbei. Aber er muss natürlich auch eingeladen werden. Von daher gibt es am Ende nachher wahrscheinlich von euch beiden auch noch im Chat nochmal kurz eure Kontaktadressen, ansonsten natürlich auch über die BVS. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einfach noch ein paar Impulse von Ihnen kriegen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir zwar etwas schneller fertig als erwartet, aber wir müssen uns ja jetzt auch nicht noch 15 Minuten hier absitzen. Ich weiß nicht, gibt es noch weitere Fragen aus der Zuhörerschaft? Ansonsten ja, kann man ja noch was aus der Praxis. Hallo? Ja, ja. Herr Wittler. Ja, vielleicht kann man ein bisschen aus der Praxis plaudern. Und ja, es ist ja alles auch richtig, was heute auch gesagt wurde. Und wir bei der Firma der Halle, wir sind mittlerweile eine Unternehmensgruppe mit 450 Personen, hochgradig gewachsen in den letzten Jahren. Und ja, da muss man schon schauen, dass man die richtigen Mitarbeiter an die richtigen Stellen bekommt. Das ist uns dann auch gelungen. Und da muss man dazu sagen, dass wir die Dinge, die wir heute gehört haben, eigentlich auch beherzigt haben. Es gab ja auch noch Zeiten, wo Mitarbeiter gesagt haben, ja, wenn ich dann eine Idee habe, auf mich hört er keiner. Und das ist vielleicht so 6, 7, 8, 9 Jahre her. Mittlerweile hat man die Rahmenbedingungen ganz anders gestellt, dass man die Köpfe, die wir haben, und wenn wir 450 Mitarbeiter im Team haben, dann sind die ja alle wichtig, sonst wären die ja nicht da. Und der Herr Hoffmann hat es ja richtigerweise gesagt, der Fisch stinkt mir vom Kopf her, ja. Und wir sagen mittlerweile bei der Halle, wir bekommen, oder jeder Arbeitgeber bekommt die Mitarbeiter, die er verdient. Und dazu ist ein großer Blumenstrauß heute wichtig und notwendig. Wir sind ja, für die, die uns kennen, wir kommen aus dem Handwerksbereich. Und vor 5, 6, 7 Jahren war es auch so, dass ein Mitarbeiter auch mal für 1 Euro Lohndifferenz dann auch mal zum Wettbewerber gegangen ist. Und da behaupte ich, durch die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, passiert das heute nicht mehr, weil die Rahmenbedingungen, das Mitnehmen der Mitarbeiter, diese Motivation, die wir jeden Tag an die Hand legen müssen, wir leben ja auch von zufriedenen Kunden, und das geht nur, wenn man motivierte Mitarbeiter hat. Und da muss dieser gesamte Blumenstrauß, der muss dann passen. Das also Gesundheitsmanagement ist dazu, da kommt Verbesserungsmanagement dazu, Ideenmanagement kommt dazu, da kommen Sportkurse dazu, da kommen Grillabende oder auch Weihnachtsfeiern, was man alles so kennt. Alles, was so zum, zum Festhalten der Mitarbeiter ans Unternehmen dann beträgt. Das kann auch Lease Bike sein, dass man auch für den Partner ein Fahrrad mitbestellt. Und wenn sich der Mitarbeiter wohlfühlt und die Familie sich wohlfühlt, dann ist diese Wechselwirkung, dass man immer woanders hingeht, die wird dann Gott sei Dank immer schwieriger. Und das war ein Prozess, den kann man nicht übers Knie brechen, der muss sich entwickeln. Und wie Sie richtigerweise sagen, ja, das Wichtigste in der Situation sind dann die Führungskräfte, weil der Mitarbeiter kündigt nicht beim Chef und er kündigt auch nicht beim Unternehmen, der kündigt bei seinem Vorgesetzten, weil er da nicht mit zurechtkommt. Und man macht sicherlich nicht mal alles richtig, aber man kann eine Strategie entwickeln, dass das funktioniert. Und ich glaube, dass wir in dieser Situation ganz gut rausgekommen sind. Und ich betrachte mal das heutige Online-Webinar als eine kleine Bestätigung. Ein paar neue Punkte waren dabei, die ich mir auch notiert habe. Die kann man noch verbessern. Und von daher war es eigentlich eine interessante 1,5 Stunden. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, Herr Wittler, immer wieder gerne. Und einer Ihrer Sätze, den habe ich mir gerade aufgeschrieben, wir haben vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber ich glaube, gerade das ist auch ein Punkt, den wir in diesem Prozess als Deutsche auch mal ablegen müssen. Immer zu glauben, wenn wir was machen, muss das ein Projekt sein, was 110% Erfolge hat. Wir handeln hier immer noch mit Menschen. Da gibt es Prozesse, da wird auch der eine mal sich querstellen, weil er auch mal denkt, jetzt ist hier Besitzstandswahrung. Da holt mich irgendeiner aus meiner kleinen, ruhigen Ecke und will mich irgendwo anders hinsetzen. Aber man muss einfach mal anfangen. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, am Ende regen sich Leute darüber auf, dass der Abteilungsleiter einen immer anbrafft, weil ich anstatt ein paar Handschuhe am Platz 2 ein paar Handschuhe dazu durchbringe.
und am Ende gar nicht sieht, wie viel mehr ich dafür aber leiste, im Gegensatz zu einem anderen, der einfach nur treuen Dienst nach Vorschrift leistet. Also da sind schon viele, viele Punkte dabei. Und es ist natürlich immer schön, wenn Leute sagen, ja, wir sind so einen Weg ähnlich oder gleich auch gegangen und der Erfolg gibt einem recht. Denn ich gebe Ihnen vollkommen recht, Herr Wittland. Der eine Euro, derjenige, der das meint, dass er das dafür machen muss, den lassen Sie gerne gehen. Der kommt vielleicht auch mal irgendwann reumütig zurück und da sagt, oh, der Euro mehr in der Lohntüte war gar nicht so toll, weil hier gibt es das nicht, hier gibt es jenes nicht und dort ist das Betriebsklima auch ganz anders. Aber es ist schon so, dass wir heute als Arbeitgebermarke man sich prägen und auch definieren muss, weil das sind nachher die Punkte, die einen vom Mitbewerber unterscheiden. Und wir können so viel digitalisieren, wie wir wollen. Und das wissen Sie selber, in den Prozessen kann man viel digitalisieren. Aber am Ende brauchen wir trotzdem immer noch Menschen, die das Unternehmen ausmachen. Und die Rolle der immer weniger werdenden Menschen in den Betrieben, die wird ja immer wichtiger. Ja, weil niemand mehr der Austauschbare ist, der einfach mit so einem 0815-Job bei Karmann am Band steht und immer das rechte hintere Rad an das Cabrio schraubt, sondern dann wird es hochkomplex. Ja, von daher freut es mich, dass wir auch nochmal aus der Praxis. Ja? Vielleicht noch ein Schlüssel zum Erfolg, muss man auch dazu sagen, ein großer Schlüssel zum Erfolg und auch des großen Wachstums im Bereich der Mitarbeiter ist eine konsequente und große Anzahl an Auszubildenden. Ja? Und hätten wir nicht so viele ausgebildet, hätten wir die Mitarbeiter, die wir brauchen, um unser Unternehmen zu entwickeln, hätten wir das nicht getan in der großen Stückzahl, würden wir das Wachstum nicht erreichen können. Gut, das ist natürlich organisches Wachstum, ist immer auch das Nachhaltigste, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Auch wenn es natürlich, da wäre aber jetzt wahrscheinlich Platz für das nächste Online-Meeting, wie komme ich an entsprechende geeignete Auszubildende und inwieweit wünscht man sich vielleicht auch in der jetzigen Zeit noch deutlich mehr Unterstützung von Berufsschulen bei der Sicherstellung einer Ausbildungsleistung. Aber da driften wir ab, aber grundsätzlich kann ich diese These, wer stark ausbildet und auch vernünftig und verlässlich ausbildet, kontinuierlich vor allen Dingen auch ausbildet, nicht immer zwei Jahre nicht, dann wieder ja, wieder nein, wieder ja, sondern es ist gut. Aber Herr Cooper, Sie haben auch noch einen kurzen. Also die Erkenntnis in dem Thema, die ich selten höre, aber selbst unterschreiben würde, wäre als Tipp, unterschätzen Sie nicht Ihre eigenen Mitarbeiter. Es passiert immer wieder, also seien Sie nicht wertschätzend, weil es richtig ist, wertschätzend zu sein, sondern seien Sie wirklich wertschätzend. Seien Sie authentisch, glauben Sie wirklich daran und verstellen Sie sich nicht, geben Sie eigene Fehler zu, haben Sie die Größe, sich vor Ihrer Mannschaft so zu verkaufen, wie Sie wirklich sind und den Eindruck zu hinterlassen, dass Sie niemandem etwas vorspielen. Das erlebe ich halt immer wieder. Selbstverständlich wird jetzt keiner sich in dieser Runde hinstellen und sagen, Wertschätzung ist nicht wichtig. So. Das ist ein Punkt, den ich für enorm wichtig halte. Menschen werden immer unterschätzt und man stellt sich hin und hält eine tolle Rede mit schönen Worten, aber man ist dabei nicht glaubwürdig. Es gibt zu viele, die sagen, ja, das sagt er nur so. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann seien Sie lieber etwas weniger hochtrabend, aber dafür authentisch. Gut, das schließt sich ja in der Kreis zum Beispiel zu dem, was Hubertus Kuhn gesagt hat. Ja, niemand würde jetzt eine Angela Merkel abnehmen, wenn sie mit Pompons und Chaka-Chaka in den Bundestag reinrennt und sagt, wir schaffen das. Da würde jeder sagen, ist sie auf Droge oder was ist da passiert? Von der würde man sich das anders wünschen. Und deswegen gebe ich Ihnen da vollkommen recht, Herr Kuba. Und da sollte man sich dann vielleicht auch einfach die Zeit nehmen, nicht so Standardphrasen rauszunehmen. Und da sind manchmal auch Kleinigkeiten. Das fängt, ich merke das immer wieder, das fängt dabei an, wenn ich, sage jetzt einfach mal ein blödes Beispiel, standardisierte Weihnachtskarten kriege, ja, oder ob jemand zumindest noch mal einmal handschriftlich sehr geehrter Herr Hofschor oder lieber Herr Hofschor reinschreibt. Das sind Kleinigkeiten, ja, der auch unterscheidet, sind wir per Du, sind wir per Sie, ja, kriege ich da eine Standardkarte oder steht da Hallo Heiner, oder man schreibt unten noch eine persönliche Note drunter. Das ist es eben, wo ich sage, das ist wertschätzend, weil ich mir die Zeit nehme, das wirklich für meinen Adressaten dann so umzusetzen. Und das ist natürlich in der Mitarbeiterschaft auch so. Ich finde das immer wieder beeindruckend,
wenn ich mit Inhabern von Firmen hier rumgehe und ich sage jetzt einfach mal, ich gehe mit dem Ludger Wittland morgen durch ihr Unternehmen und man sagt, den kenne ich. Ja, man weiß haargenau, der war vor 6 Jahren Auszubildender bei uns, der hat am Anfang Ärger gemacht, aber jetzt ist unser Klaus der Beste an der Säge. Punkt. Ja, das ist doch das, was es auch ausmacht, dass man die Leute noch kennt und nicht einfach nur anonym durch seinen eigenen Betrieb geht. Und alle wissen zwar, das ist der Chef, ja, und alle ducken und zucken und tun auf aktive Bereitschaft. Aber am Ende, sobald ich denen den Rücken kehre, gibt es wieder was anderes. Ich muss natürlich da schon, da gebe ich Ihnen vollkommen richtig, authentisch bleiben, weil das Verstellen halten Sie als Einzelchef in der Führung nie durch. Das schaffen Sie gar nicht. Dafür sind unten viel zu viele, die dann irgendwo Sand ins Getriebe schmeißen können. Aber man nimmt es Ihnen auch ab. Und ich denke auch da ist Angela Merkel ein Beispiel, wenn Sie den Fehler gemacht haben und ihn zugestehen, zeigt das nachher auch Größe, auch wenn das sicherlich nicht alles entschuldigt, aber es zeigt zumindest die Bereitschaft, dass auch der Kopf vom Fisch selber noch eine Nase hat und merkt, dass er vielleicht anfängt zu stinken, dass er sagt, jetzt müssen wir was ändern. Aber Sie sehen selber praktische Beispiele noch und nöcher. Man muss nun mal anfangen und der Anfang ist hier gemacht. Es gibt so eine gewisse Diskussionsgrundlage dazu. Wir haben mit Thomas Hoffmann und Hubertus Kuhn zwei Leute aus der Praxis für die Praxis, die sicherlich, wie gesagt, auch über die Kontaktdaten, die mittlerweile im Chat stehen, ansonsten auch über uns jederzeit noch zu erfragen sind, auch gerne mal auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen. Natürlich getestet mit frischen Corona-Tests und. Aber wer es möchte, darf es gerne nutzen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für die Teilnahme. Thomas, Hubertus, euch nochmal persönlich danke. Habt ihr selber noch ein Schlusswort zu sprechen oder? Ja, lass mich anfangen. Kurze Ergänzung zu dem, die ganze Digitalisierung, die wir über die letzten auch 12 Monate erlebt haben, die hat aber zum Beispiel nicht dazu geführt, dass Menschen sich wohler gerade fühlen. Also wir reden ja immer über Digitalisierung und wir reden über Social Media. Die hat aber echt nicht dazu geführt, dass die Menschen sich näher aneinander rücken, sondern die sind ja gerade noch weiter auseinandergegangen. Also insofern, Digitalisierung kann nur unterstützen. Der entscheidende Faktor bleibt der Mensch. Und das wird es auch immer sein. Egal, ob wir noch über Augmented Reality, Virtual Reality oder KI oder AI sprechen, es wird immer der Mensch sein und er wird das auch immer bleiben. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Heiner, für die Möglichkeit, dass wir das machen durften, der Thomas und ich. Und ganz herzlich bei Ihnen, für die schönen Statements zwischendurch, aber auch, dass Sie anderthalb Stunden schön dabei gewesen sind. Und ich freue mich einfach, wenn wir über Menschen reden. Menschen machen Spaß. Manchmal können Menschen auch ärgerlich sein, das ist einfach so, aber das gehört auch dazu. Aber im Grunde genommen, ich habe in meinen 55 Jahren viel Spaß mit Menschen erlebt und ich werde es die nächsten, ich sag mal, 55 Jahre auch noch haben. Also insofern, einen schönen Mittwoch wünsche ich Ihnen allen, habt viel Spaß und das war mein letztes Statement aus Wettringen. Dem gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich sage nur danke und freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Gute Zeit für Sie. Gut, dann. Alles Gute, bleiben Sie gesund, nutzen Sie alle Möglichkeiten, die da sind. Wenn weitere interessante Angebote sind, gerne wieder mal bei uns reinschauen. Und ansonsten viel Spaß bei den anstehenden Prozessen oder bei den nächsten Meetings.